Im heutigen Video soll es mal darum gehen, was ihr machen könnt, wenn euer DirectX 12 bzw. sogar DirectX 11 Spiel abstürzt. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Und zwar das erste, was wir machen können, ist hier einmal in den Task Manager zu gehen, also in die Taskleiste, Rechtsklick zu machen und dann in den Task Manager. Wir können ihn hier natürlich auch in der Suche suchen, aber das ist jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall sollten wir denn hier so ein Fenster bekommen. Da drücken wir jetzt auf mehr Details und können jetzt hier alle Hintergrundprozesse sehen, die bei uns offen sind. Jetzt gucken wir danach, was verbraucht viel CPU, was verbraucht viel Arbeitsspeicher und was verbraucht viel GPU. Wir sehen jetzt zum Beispiel, mein Internetbrowser verbraucht relativ viel Arbeitsspeicher, ungefähr 20% verbraucht er, was relativ hoch ist. Das heißt, wir können jetzt einfach hier das Ganze auswählen und hier auf Task Beenden drücken. Ich möchte natürlich jetzt nicht schließen, aber ihr könnt das zum Beispiel machen. Ihr könnt dann hier auch unnötige Programme, die im Hintergrund noch laufen, schließen. Und hier zum Beispiel LG Hub könnte man schließen. Halt das, was viel Arbeitsspeicher verbraucht und was euren PC überlasten könnte, könnt ihr hier schließen. Als nächsten Tipp habe ich auch nochmal einen wichtigen Tipp für alle Grafikkartennutzer von Nvidia. Und zwar holt euch unbedingt GeForce Experience. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Super, super wichtig, dass ihr euch das Ganze hier holt. Und hier könnt ihr euch immer den neuesten GeForce Game Ready Treiber für eure Grafikkarte runterladen. Den kann man eigentlich immer runterladen. Es ist super. Es ist hier gerade sogar am 27.10., also bei mir jetzt vor 5 Tagen, ein neuer Treiber rausgekommen. Weshalb ich den auf jeden Fall dann noch jetzt bald installieren muss. Wir drücken dann einfach hier auf Herunterladen. Und ihr seht dann, das Ganze lädt ungefähr in 2 Minuten herunter. Dauert wirklich auf jeden Fall nicht lange. Als nächstes können wir dann noch einmal hier in die Einstellung gehen und hier einmal in den Gerätemanager. Geben einfach einen Gerätemanager bzw. auf Englisch Device Manager, kommen hier rein und jetzt können wir einmal hier bei Audio, Video und Game Controller das einmal ausklappen und Realtek A Audio Gerät deaktivieren. Dann drücken wir auf Ja, dann müssen wir aber unseren PC neu starten, deswegen mache ich das jetzt nicht. Danach können wir noch einmal hier Laufwerke ausklappen, noch einmal Grafikkarten und Prozessoren. Jetzt gehen wir im Prinzip einmal hier bei Grafikkarte drauf, Rechtsklick, Treiber aktualisieren, automatischer Treiber suchen. Und wenn ihr bereits den besten Treiber installiert habt, dann ist das auf jeden Fall richtig. Das machen wir jetzt auch mit den Laufwerken und auch mit den Prozessoren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit jetzt ein bisschen weiterhelfen konnte. Jetzt sollte euer Game eigentlich nicht mehr crashen. Falls ich euch weiterhelfen konnte, sehr, sehr gerne Like und Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem, extrem freuen. Und ich würde sagen, das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich bin damit raus. Haut rein und ciao.